Kaiser-Wilhelm-Brücke, das Wahrzeichen der Stadt Wilhelmshaven. 1905 wurde sie erbaut und ist darum vor allem architektonisch eine Besonderheit, aber auch technisch. Die KW-Brücke ist nämlich eine Drehbrücke. Wenn hier ein Schiff in den Hafen will, klappt die Brücke nicht hoch, sondern dreht sich weg, was dann ungefähr so aussieht. Damit das so reibungslos funktioniert, mussten die Brückenwärter früher viel Geschick mitbringen. Heute ist das alles ein bisschen einfacher, erklärt Norbert Gottschling. Da hatte ich also eine Hauptbremse, eine Vorbremse, einen Freilauf und 6 Gänge. Und zwar in jede Richtung. Und dadurch konnte ich selber bestimmen, wie schnell die Brücke ist. Ich muss dabei sagen, da musste man schon ein bisschen Erfahrung sammeln, um die Brücke korrekt fahren zu können. Weil je nach Windeinfall drückt der Wind die Brücke manchmal raus und manchmal dagegen. Und jetzt laienhaft ausgedrückt wird die Brücke also über Computer gesteuert. Das ist jetzt das Bedienfeld, nachdem ich also die Straße gesperrt habe für Fußgänger und den Straßenverkehr. Gehe ich auf dieses Bild und habe jetzt die einzelnen Funktionen hier aufgelistet, die ich bedienen kann. Was ich jetzt natürlich nicht mache, weil dann hätte ich sofort eine Fehlermeldung. Das Schöne an der Geschichte ist, dass im Grunde genommen heutzutage jeder, der lesen kann, das Ding eigentlich steuern könnte. Das ist logisch aufgebaut, kann man nichts verkehrt machen. Die Kaiser-Wilhelm-Brücke besteht aus genietetem Stahlfachwerk, ist 159 Meter lang und 8 Meter breit. Autos können jeweils nur in einer Richtung die Brücke überqueren und Schiffe dürfen nicht höher als 9 Meter sein. Ansonsten müssen sie sich anmelden. Im Grunde genommen können wir direkt starten, wenn es losgeht. Aber wir haben auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Also sind wir nicht immer hier oben. Wir haben ja gerade gesehen, wir waren unten am Arbeiten. Mhm. Von daher ist es schon immer gut, wenn man als Schiffsführer sich rechtzeitig anmeldet, auch als Segler. In der Saison haben wir auch am Wochenende feste Zeiten, wo also freitags, samstags und sonntags zu bestimmten Terminen aufgemacht wird. Und die richten sich an den Schleusenzeiten. Ansonsten werden Sportboote ja eigentlich nur in Verbindung mit Berufsschifffahrt geschleust und damit auch durch die Brücken geführt. Eingeweiht wurde die Kaiser-Wilhelm-Brücke am 29. August 1907. Der Entwurf der Brücke stammt vom Oberbaurat Ernst Troschel. Gebaut wurde sie vom MAN-Werk Gustavsburg. Die Baukosten betrugen seinerzeit 1,6 Millionen Mark. 1975 wurde die Brücke unter Denkmalschutz gestellt. Zwischen 2010 und 2013 wurde sie für 7,3 Millionen Euro saniert. Seitdem erstrahlt die KW-Brücke wieder in ihrem alten Glanz. Der Stahl wurde instand gesetzt und die Brücke erhielt eine komplett neue Beschichtung sowie neue Beläge der Fahrbahn. Das Geländer wurde nach historischem Vorbild restauriert und auch eine neue Beleuchtung wurde angebracht.